Menschen da sind und wollen es so, dann lassen wir zum Beispiel die Straße machen. Da werden verschiedene Meinungen gezeigt. Das ist ein Raum, da werden verschiedene Meinungen gezeigt. Manche haben auch Plakate dabei, zum Beispiel Stopp Tierversuche. Und man ziehen die dann auch durch die Stadt und wollen somit halt dem Bürgermeister sagen, dass sie viel mehr sind und dass viel mehr das wollen oder das nicht wollen. Und damit auch alle Menschen, die zum Beispiel gerade nicht so eine Idee haben, dass sie dann denken, auch, das gefällt mir eigentlich, und dann einfach mitziehen. Und dass der Bürgermeister halt das dann macht, weil er denkt, es sind ja so viele Leute, gegen die komme ich jetzt nicht mehr an. Ja, Demonstrationen gibt es relativ selten in Neustadt, Bürgerinitiativen aber deutlich mehr als früher. Und zum Mitziehen, Annika, möchte ich auch viele bewegen. Aus meiner Sicht konnte man gerade an der Planung der B39-Verlegung sehr anschaulich lernen, wie schwierig das Handling der Kommunalpolitik im Spannungsfeld von Stadtplanung, Politik, betroffenen Anwohnern und Bürgern heute sein kann. Politik ist nur noch durchsetzungsfähig, wenn Ziele und Entscheidungsprozesse transparent erklärt werden und frühzeitig miteinander kommuniziert wird. Es ist nicht leicht, Bürgerbeteiligung zu organisieren, ohne Blockaden zu riskieren. Um hier die richtige Balance zu finden, können mir neben meinen politischen Erfahrungen auch meine beruflichen helfen. Ich kann eine Diskussionskultur ohne äußere Zwänge etablieren, bei der das beste Argument gilt, jeder die gleiche Chance zur Beteiligung am Gespräch hat, wo Kritik zunächst einmal nicht als Kränkung, sondern als konstruktiver Beitrag empfunden wird und man lösungsorientiert an die Dinge herangeht. Eins ist aber auch klar, wenn die Beiträge lediglich dazu dienen, den Prozess zu behindern oder das Ergebnis zu verzögern, dann habe ich auch keine Angst davor, zu führen und zu entscheiden. Gerade hier lag eines unserer wesentlichen Probleme in der Vergangenheit. Welches sind nun aber die Probleme der Zukunft? Neustadt ist älter und kinderärmer als der landesweite Durchschnitt, auch wenn das Hetzelstift 2016 die höchsten Geburtenzahlen seit Jahren verzeichnete. Statt der rund 53.000 Einwohner sollen 2050 noch 44.500 Menschen in Neustadt leben. Dann würde ein Drittel über 65 und diese Altersgehorte damit mehr als doppelt so groß sein wie die der unter 20-Jährigen, prognostiziert das Statistische Landesamt. Natürlich sind sowohl die Geburtenzahlen als auch die Wanderungsbewegungen schwer zu prognostizieren, wie man voriges Jahr am Beispiel der Flüchtlingsströme gesehen hat. Dennoch gilt es, sich auf die zahlreichen Herausforderungen durch den demografischen Wandel und die gesellschaftlichen Veränderungen einzustellen. Mit modernen Wohnformen, die auch gerade für junge Menschen und Familien bezahlbar sind, moderner Infrastruktur und Mobilitätsangeboten. Und genau darum werden die Kommunen in einen Wettbewerb eintreten, um Wohnbevölkerung und Unternehmen. Das wird auch zur Finanzierung ihrer Aufgaben dringend notwendig sein. Neustadt ist dafür noch lange nicht gerüstet. Das betrifft vor allem unsere Wirtschaftskraft und da hören Sie jetzt von mir mal die Gegendarstellung zu den Ausführungen des amtierenden Oberbürgermeisters bei seinem Neujahrsempfang im Saalbau, wo er diejenigen für fehlgeleitet erklärt hat, die Neustadt im Vergleich zu Landau und Speyer abgehängt sehen. Schauen wir uns mal jenseits der Gefühlswelten die Fakten an. Neustadt hat das mit Abstand niedrigste Bruttoinlandsprodukt der rheinland-pfälzischen Städte. Bei uns werden abzüglich der Vorleistungen jährlich Waren und Dienstleistungen im Wert von 28.600 Euro je Einwohner hergestellt. Im kleineren Landau ist dieser Wert um 37% höher und in Speyer beträgt er sogar 71% mehr, nämlich 48.900 Euro pro Kopf. Wer sich einmal anschauen will, welche bedeutende Industriegeschichte diese Stadt einmal hatte, den lade ich herzlich zu einer meiner Friedhofsführungen ein. Leider kann man das nur noch dort bestaunen. Zweites Beispiel. Neustadt hat die drittniedrigsten Gewerbesteuereinnahmen pro Kopf aller kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz. 2015 hatten wir Netto-Gewerbesteuereinnahmen von 19,9 Millionen Euro.
Das entspricht rund 378 Euro pro Kopf. Landau erwirtschaftet 430 und Speyer 581. Das sind fast in Summe dann 10 Millionen Euro mehr Steuereinnahmen als in Neustadt. Und drittens, Neustadt hat den negativsten Ein-Auspendler-Saldo aller kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz. In Summe verlassen pro Tag 2500 Menschen mehr unsere Stadt, als für Arbeit oder Schule hineinfahren. Speyer-Saldo plus 7000, Landau plus 4900. Es gibt also für ein Mittelzentrum zu wenige Arbeitsplätze, zu wenig Wertschöpfung und zu wenig Gewerbesteueraufkommen. Und unser Image ist zu schlecht. Die IHK Pfalz attestierte uns zuletzt, wie seit nunmehr 10 Jahren in Folge, unter anderen Problemen, das schlechteste Verhältnis zwischen Stadtverwaltung und örtlichen Unternehmen. Und auch wenn unsere Wirtschaftsentwicklung heute etwas besser aufgestellt ist, genügen diese Anstrengungen bei weitem nicht. Hier ist neben mehr Personal und einer verbesserten Struktur auch das persönliche Engagement des Oberbürgermeisters gefragt. Wir müssen unser örtliches Handwerk als Motor des Mittelstands optimal unterstützen, verhindern, dass Betriebe abwandern, die Vergaberichtlinien im Sinne lokaler Wertschöpfung großzügig auslegen. Wir brauchen mehr Gewerbeflächen und deren konzeptgeleitete und professionelle Vermarktung. Das verlorene Vertrauen in die Arbeit der Verwaltung muss zurückkehren und das Imageproblem nach außen und innen gelöst werden. Ich traf im September vergangenen Jahres einen Neustädter Mittelständler, EDV-Branche, 20 Mitarbeiter, seit fast 10 Jahren in Neustadt, und in dieser ganzen Zeit hatte er keinen Kontakt zur Verwaltung, Wirtschaftsförderung oder zum Oberbürgermeister, den der Unternehmer nicht mal kannte. Aus Unzufriedenheit über die Parkplatzsituation plante er, Neustadt zu verlassen, suchte nicht den Kontakt zur Stadt, da er ja auch niemanden kennt. Er ist schließlich geblieben, weil er durch Zufall auf eine andere Immobilie stieß. So etwas wird es mit mir nicht geben. Ich will jeden Unternehmer in Neustadt kennen und jeder soll wissen, dass er den OB jederzeit kontaktieren kann und nicht so lange wie bisher auf einen Termin warten muss. Ich werde 1 bis 2 Mal jährlich eine Unternehmerrunde veranstalten, die Netzwerkbildung branchenübergreifend forcieren. Und ich möchte eine innovative Unternehmerszene in Neustadt entstehen lassen. Es gibt übrigens auch schon einige, die, aber so meine Erfahrung, in der Stadt kaum bekannt sind und sich auch untereinander oft nicht kennen. Einen ersten Vorschlag hierzu habe ich am Dienstag im Stadtrat vorgestellt, ein Existenzgründerzentrum zur aktiven Unternehmensansiedlung auf dem Sulo-Gelände, sprich Räume, in denen junge Unternehmen 2 Jahre arbeiten können, Infrastruktur vorhanden ist und eben nur eine sehr kleine Miete anfällt. Mit dem Investor habe ich die grundsätzliche Bereitschaft abgeklärt, nun muss die Stadt die Konditionen verhandeln. In Ludwigshafen baut man übrigens gerade ein Hallenbad für ein Existenzgründerzentrum um. Stichwort Innenstadt und Einzelhandel. Viele Probleme in diesem Bereich sind lange bekannt, nicht alle sind hausgemacht. Aber Fakt ist auch, dass Neustadt trotz deutlich höherer Kaufkraft eine geringere Zentralität als die Nachbarn Landau und Speyer hat. Momentan sieht es danach aus, als würde sich das Parkplatzproblem in den kommenden 2 Jahren entschärfen. Aber die Online-Umsätze steigen allgemein. Hier wird es neben einer aktiven Händlerakquise unter anderem wichtig sein, die Stadt zu digitalisieren und zu inszenieren und damit sowohl den Tourismus als auch die Wirtschaftsförderung zu erfassen. Neustadt muss digital erfahrbar werden. Um den genannten Herausforderungen effektiv entgegentreten zu können, müssen wir dahin, wo die Kunden heute sind. Es braucht auch eine Online-Plattform, die einfach und komfortabel Zugang zur Stadt, ihren Sehenswürdigkeiten und ihren Unternehmen ermöglicht. Dazu werde ich in den kommenden Wochen einen konkreten Vorschlag machen. Stichwort Stadterneuerung und Stadtentwicklung. Gut, dass die Stadt mit einer Förderung des Bundes das Projekt Soziale Stadt in Branschweiler hat umsetzen können. Die liegengelassenen Potenziale werden aber deutlich, wenn man sich die Vergabe von Landesfördergeldern für die Stadterneuerung und die Städtebauförderung anschaut. Neustadt ist hier mit Frankenthal Schlusslicht mit einer Summe von 1,85 Millionen Euro in den Jahren von 2011 bis 2015. Landau hat 6-mal mehr Fördermittel generiert, 11,1 Millionen, 2 Brücken sogar 12. Das Problem ist nicht neu. Von 1999 bis 2008 lag Neustadt mit dem niedrigsten Bewilligungsvolumen pro Kopf
nämlich 161 Euro ganz hinten bei einem Landesdurchschnitt von 441 Euro. Landau hat in dieser Zeit 5-mal so viele Mittel abrufen können, Zweibrücken 7-mal so viel. Bei der Sanierung, Modernisierung, Erweiterung oder dem Neubau von Sport- und Freizeitanlagen ist Neustadt der einzige Kreis und die einzige kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz, bei der in Summe der vergangenen 6 Jahre eine Null steht. Auch hier wieder das Musterbeispiel Landau mit 2,6 Millionen Euro. Und obwohl wir eines der längsten Straßennetze im Land haben, sind wir Schlusslicht bei der Förderung des kommunalen Straßenbaus mit 855.000 Euro gegenüber 1,8 Millionen für Landau und 1,2 Millionen für Speyer. Wir müssen uns hier unbedingt besser aufstellen. An der Qualität unserer Mitarbeiter liegt es nicht, eher am Gestaltungswillen. Fairerweise muss man sagen, dass die Oberbürgermeister Weiler und Löffler vor dem Problem standen, dass Neustadt seit den 70er Jahren immer hochverschuldet war. Weiler verkaufte und entschuldete, Löffler prägte das Bewusstsein, dass nichts geht, weil man nicht wieder neue Schulden machen wollte. Jetzt haben aber alle anderen Städte zwar mehr Schulden, aber sie haben investiert und ihre Städte entwickelt. Neustadt muss sich wieder aktiver um die Stadtentwicklung kümmern, wieder Grundstücke und Immobilien kaufen, selbst vermarkten und die Dinge in die Hand nehmen. Dafür braucht es geeignete Instrumente, wozu ich auch in den kommenden Wochen konkrete Vorschläge machen werde. Stichwort Sauberkeit, Aufenthaltsqualität. Das drückt viele Bürger sehr, das weiß ich. Neustadt wird teilweise als schmutzig oder schmuddelig empfunden. Ich will, dass wir wieder stolz auf eine saubere und ordentliche Stadt sind. Die Probleme hier gehen vom Fehlen öffentlicher Müllbehälter bis zu Personalengpässen und ineffizienten Abläufen. Wir müssen mehr Geld und mehr Personal einsetzen, um für ein schöneres Stadtbild zu sorgen. Ich will aber auch die Strukturen verändern. Kaiserslautern führt seine Abfallwirtschaft, die Stadtreinigung und verschiedene Referate zusammen und gründet einen Eigenbetrieb Stadtbildpflege. Ein sehr interessanter Ansatz, den ich mir genau anschauen will. Der dafür verantwortliche Beigeordnete ist ein freier Wähler, Peter Kiefer, der heute Abend hier sein wollte, mir aber vorhin eine SMS geschickt hat, dass er auf der Rückfahrt vom Winterurlaub stecken geblieben ist. Ich stehe mit ihm im Austausch und so möchte ich das übrigens auch als OB halten, mich mit anderen Kommunen verbinden, sodass wir voneinander lernen können. Ja, meine Damen und Herren, ich kann natürlich hier nur die Themen anreißen, weitere Stichpunkte, auf die ich heute nicht intensiver eingehen kann. Eine gute fachärztliche Versorgung. Die Weiterentwicklung des Tourismus, der Hotellerie und unserer wichtigen Standortqualitäten Wein und Wald. Das Klemmhof-Problem lösen. Dazu habe ich mit der Umwandlung zum Kulturzentrum schon einen Vorschlag gemacht, als Diskussionsgrundlage. Sicher wären auch andere Ziele denkbar. Eine zukunftsfähige Schulentwicklung mit einem breiteren Schulangebot, das unserem Rang als Mittelzentrum gerecht wird. Dazu gehört auch eine IGS, für die die Freien Wähler phasenweise alleine gekämpft haben. Jetzt haben wir wieder mehr Unterstützung, unter anderem von der SPD. Dass mir unsere Schulen besonders am Herzen liegen, brauche ich wohl nicht besonders zu betonen. Wer den Handlungsbedarf sehen will, der darf mich gerne mal am Montag begleiten. 8 Uhr Leibniz-Gymnasium und zum Beispiel mal die Nase in die Toilettenräume stecken. Ein wichtiges Projekt für den neuen OB wird die Landesgartenschau 2026, wo zwar nicht wir, sondern die SPD Vorreiter war, aber diese Chance will ich gerne konsequent in Angriff nehmen. Das ist mittlerweile ja auch Konsens in der Stadt. Weitere Stichpunkte, Ausbau des Radwegenetzes, Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität, Energieversorgung, Zukunft unserer Stadtwerke und, und. Ich denke, Sie haben Verständnis, dass ich heute nicht über alle Themen ausführlich sprechen kann. Ich will aber zusammenfassend nochmal die wichtigsten 4 Veränderungen nennen, die es mit mir als Oberbürgermeister geben wird. Erstens eine konsequente Dienstleistungs- und Kundenorientierung mit verbesserten Online-Angeboten, flexiblen Terminen und schnellem Durchlauf- und Genehmigungsverfahren. Die Neustädter Verwaltung hat nachweislich unter den kreisfreien Städten den geringsten Personalbesatz pro Einwohner. Das reicht in der Regel, um einen standardisierten Leistungsumfang zu erfüllen.
Sobald es um besondere Entwicklungsanstrengungen geht oder Zusatzaufgaben, ist das immer mit sehr hohen Belastungen für die Mitarbeiter verbunden, die diese auch auf sich nehmen. Aber hier sind wir eben nicht optimal aufgestellt. Dass wir es, also die Stadt, bis heute nicht geschafft haben, die Schilder aufzustellen, um ein von den Gremien vor 1,5 Jahren beschlossenes Parkraumkonzept umzusetzen, spricht für sich und ist nicht das einzige Beispiel aus dieser Kette. Zweitens, professionelle und offene Kommunikation. Ich will eine bessere Zusammenarbeit aller kommunalpolitischen Akteure erreichen, um unsinnige Polarisierungen und politische Rituale zu überwinden. Biete jedem am Wohl der Stadt Orientierten eine konstruktive Zusammenarbeit an, auch kompetenten und gestaltungswilligen Bürgern, die sich nicht fest an die Kommunalpolitik binden wollen. Hier gibt es gerade in Neustadt hervorragende Ressourcen. Und ich will den politischen Prozess transparenter und effizienter gestalten. Mit nun doch schon einigen Jahren kommunalpolitischer Erfahrung habe ich gelernt, wo die unnötigen Zeitfresser sind, wo man sich sinnlos zermürbt. Ich kenne beide Seiten, die der Mehrheit, wo man auch mal dazu neigt, aus Loyalitätsgründen wegzuschauen, wenn was schiefläuft, und die der Opposition, wo man häufig frustriert an die Wand läuft. Und ich habe in meiner Amtszeit als Kulturdezernent auch die Verwaltung kennengelernt und will meine Erfahrung für die Entwicklung einer neuen politischen Kultur in Neustadt längerfristig fruchtbar machen. Ich möchte eine Stimmung schaffen, in der es allen Spaß macht und in der wir gemeinsam mit mehr Freude und Zuversicht erfolgreicher und vor allem wirksamer als bisher für unsere Stadt arbeiten. Drittens, eine konsequente Zielorientierung. Vieles wird in Neustadt einfach nicht klar definiert und auch nicht erklärt bzw. konsequent verfolgt. Zielorientierung bedeutet, sich klare Ziele zu erarbeiten, zu setzen und ihnen zu folgen. Die Verwaltung kann viel leisten, hat gute Leute, braucht aber klare Aufträge. Die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen will ich als OB selbst im Blick haben. Viertens, gelebte Bürgernähe. Einer der Gründe, warum ich mich für den Lehrerberuf entschieden habe und mein ganzes Leben über in unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich gewirkt habe, ist die Arbeit mit und für Menschen. Für mich gehört das aber erst recht zur Aufgabe eines Stadtoberhaupts. Ich verkrieche mich nicht, bei mir muss man nicht monatelang auf Termine warten. Ich kann auch mal beim Shoppen auf dem Weinfest zuhören, und zwar aktiv. Und ich denke, ich kann auch die Botschaften in Maßnahmen und Entscheidungen übersetzen. Ich will zuerst für die Bürger da sein. Ja, meine Damen und Herren, apropos Weinfest. Manfred hat es schon gesagt, ich liebe die Pfalz, ich liebe Neustadt, fühle mich sauwohl, wenn ich von der Ebene auf unseren Hartrand blicke, weshalb es mir auch ein wichtiges Anliegen war, ihn von der drohenden Bausünde, zudem noch ineffektiver Riesenwindräder, freizuhalten. Dem rechtswidrigen Verfahren, das OB und Ratsmehrheit zur Durchsetzung des Vorhabens eingeschlagen hatten, haben wir erfolgreich die Stirn geboten und unsere Kampagnen- und Durchsetzungsfähigkeit bewiesen, sonst hätten wir heute die 2 212 Meter hohen Abschreibungsobjekte schon vor dem Weinbiet stehen. Die einzigen, die dem Hartrand so nahe gekommen wären. Ja, und ich bin Pfälzer mit Leib und Seele, und das heißt manchmal auch eben ein bisschen stur sein, wo es drauf ankommt, aber vor allem heißt es pfälzisch sein, gesellig sein, fleißig, zuversichtlich, liberal, tolerant, offen und europäisch. Pfälzisch sein heißt, die Würde jedes Menschen zu achten und Frieden, Freiheit und Recht zu bewahren, schrieb auch der Chefredakteur der Rheinpfalz, Michael Garter, anlässlich des Jubiläums des Bezirksverbands Pfalz. Ich bin stolz auf unsere pfälzische kulturelle Identität. Keine andere Region Deutschlands hat so viel Krieg und Zerstörung, Flucht, Ein- und Auswanderung erlebt. Trotzdem ist die Pfalz pfälzisch geblieben, und ich bin mir sicher, dass Pfälzer weniger Angst vor fremden Kulturen haben, weil wir uns unserer gewiss sind. Ich habe aber auch Verständnis für die Menschen, denen die hohe Komplexität einer globalisierten und digitalisierten Welt, denen die Gier und die Tatsache, dass 8 Milliardäre so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, denen die zunehmende Oligarchie in wichtigen Staaten der Erde, denen die unkontrollierte Migration und der islamistische Terror in Europa Angst machen
und die nicht mehr von der Problemlösungsfähigkeit der Politik überzeugt sind, deren Vertrauen in unseren Rechtsstaat und seine Handlungsfähigkeit gesunken ist und die teils auch zu Recht eine falsche und so oft als alternativlos dargestellte Politik kritisieren. Ich will auf diese Menschen zugehen. Als Freie Wähler denken wir die Welt von unten nach oben. Zuerst ist unser unmittelbarer Lebensraum, die Kommune zu stärken und sicher zu machen. Hier müssen wir die Ruhe bewahren, zusammenhalten und etwas gegen die drohende Spaltung unserer Gesellschaft tun und keine amerikanischen Verhältnisse, das war das Stichwort, ja, mit den Scherben, zu bekommen. Vielen Dank für den Einsatz. Ja, wir müssen unser Umfeld beherrschbar halten und das Heft und auch das Glas nicht immer weiter aus der Hand geben. Deshalb bin ich beispielsweise gegen die zunehmende Privatisierung unserer öffentlichen Daseinsvorsorge und auch gegen Verträge, die uns eine solche Politik durch die Hintertür aufzwingen wollen. Einen Stadtwerke- oder Sparkassenverkauf als Beispiel wird es mit mir nicht geben. Gerne möchte ich hier im Mikrokosmos der Kommunalpolitik zu all dem einen verantwortlichen Beitrag leisten und einen kleinen Anker der Stabilität bewahren helfen. Ich will die Menschen überzeugen, dass man auch heutzutage noch einen vernünftigen, verlässlichen und ehrlichen Weg der politischen Mitte anbieten kann und damit auch hier im Kleinen das Vertrauen in unsere Demokratie ein bisschen stärken helfen. Wie wichtig das ist, sollte uns gerade ein Tag wie der heutige ins Gedächtnis rufen. Der 27. Januar ist der Holocaust-Gedenktag, an dem weltweit, aber vor allem auch hier in Deutschland und vor wenigen Stunden auch hier in der Stiftskirche, an die Millionen Opfer erinnert wird, die in einer beispiellosen totalitären Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt, gequält und ermordet wurden. Wer würde heute die Hand dafür ins Feuer legen, dass es nie mehr zu solchen Verhältnissen kommen kann? Helmut Schmidt definierte Politik ganz in meinem Sinne als pragmatisches Problemlösen und das Handeln im Dienste moralischer Ziele auf der Basis von Gewissen, Haltung und Integrität. Ich kann von mir sagen, dass ich diese Übereinstimmung von Werten und tatsächlich gelebtem Handeln und Entscheiden bislang privat, beruflich und politisch ganz ordentlich leben konnte. Und Sie dürfen sich auch darauf verlassen, dass sich das auch mit einem Amt als Oberbürgermeister nicht ändern würde. Und daher zum Abschluss nochmal ein kleiner Beitrag, wie die Kinder uns erklären, wie es weitergeht. Das ist was, was man sich setzt, wenn man zum Beispiel in Brasilien ist und dann in Rio de Janeiro will man dann zum Zuckerbeutel. Es ist, wenn man etwas Bestimmtes erreicht hat. Zum Beispiel, wenn man eine Schnitzeljagd macht, was das Letzte ist, wo man hinkommt. Man möchte der Schnellste sein, zum Beispiel. Manchmal auch kämpfen. Manchmal aber nicht. Manchmal auch mit Rennen. Bei manchen Spielen ist es dann auch nur eine Fahne, wo dann das Wort draufsteht. Es ist so kariert wie beim Schachfeld. Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß, das hängt dann, dann sind zwei Stäbe und drüber steht dann, und dann steht dann drauf zum Beispiel Gewinner. Und wenn man dann da unten drunter durchläuft, dann hat man es geschafft. Oder wo dann das der Kandidat ist, dass man es dann werden will. Ja, genau, das ist der Plan. Aber nicht ohne Ziel. Der Kurpfälzer Mediziner und Hochschullehrer Adolf Kussmaul, den man schon alleine wegen seines Namens lieben muss, der hat die Maxime für seinen Beruf vor 150 Jahren so definiert: Klar denken, warm fühlen, bedacht, aber entschlossen handeln. Wenn Sie solch einen Oberbürgermeister wollen, freue ich mich über Ihre Unterstützung. Vielen Dank allen, die mich bisher und auch heute hier so stark unterstützt haben. Alleine an der Möglichkeit, diese wunderbare Veranstaltung auszurichten, haben so viele Menschen Anteil. Kollegen der Freien Wähler, mein Kampagnenteam, Freunde, Familien, Unterstützer. Danke für die ganze Organisation im Vorfeld.
Deko, Pflanzenleihgaben, Weinspenden, Videoproduktion, Musik, Parkplatzbeschilderung und, und. Ich hole das alles persönlich nach. Ich habe aus Zeitgründen auch Abstand genommen davon, das hier jetzt alles mit Weinpräsenten und Choram Publico zu machen, aber die werden von mir alle herzlich bedankt. Ihr seid alle spitze, ihr gebt mir Kraft. Ich freue mich, dass ihr alle zu diesem Empfang gekommen sind. Ich stoße mit Ihnen auf ein spannendes und für Sie alle hoffentlich gesundes